Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Software Inc. Meine Lieben, ich habe den Plan der Pläne. Wir werden hier oben neue Etage draufsetzen. Beziehungsweise nein, wir werden anders vorgehen. Wir haben noch lauter Teams, die nicht Tag und Nacht belegt sind. Wo ich einen enormen Vorteil sehen würde, wäre bei P3 und P4 Team. Da gibt es weder ein Tag- noch ein Nachtteam, ja. Beziehungsweise da gibt es nur ein Tagesteam wahrscheinlich. Das müssten wir aber mal aufgliedern. Jetzt gucken wir mal bei P3 nach. P3 arbeitet von 8 bis 16 Uhr. Wir könnten dann 17 Uhr bis 1 Uhr Team reinbauen. Da haben die auch unsere Reinigungskräfte ein bisschen Zeit und die Instandsetzer da mal ein bisschen nachts noch was hinzubekommen. Wenn ich jetzt P3 umbenenne. Umbenennen. P3 ist Tag. Sortiere mir das mal bitte, sonst blicke ich da nicht mehr durch. P3 ist Tag. Und P4 ist auch Tag. So. Jetzt gucken wir mal. Also, wir haben P3 Tag und P4 Tag. Jetzt gründe ich ein neues Team. Das beginnt. Machen wir mal P3 Nacht. Und das könnten wir jetzt gleich ändern. Von 17 Uhr bis 1 Uhr. Urlaubsfenster 12 Monate. Mindestqualität 50%. Also unter 50% Fähigkeit wollen wir einfach nicht. Das ist nicht notwendig. Das ist nicht gut. So, und jetzt nehmen wir P4 Nacht auch noch dazu. So, P4 Nacht hat dasselbe Zeitfenster, oder? Nein, auch nicht. 17 Uhr bis 1 Uhr. 12 Monate Arbeitszeit. Mindestqualität 50%. So. HR-Management können wir natürlich erstmal noch knicken. Automatisch das Beste. Wir werden uns da an 3 orientieren. Das heißt, auch hier 20 Programmierer kommen hier rein. Mindestalter ist mir egal. Bildungsniveau ist sehr hoch. Das da. Da werden wir jetzt hergehen und sagen jetzt hier 0, oder? Und sagen hier 20, minus 1. So, die sollen ausgebildet werden bis zum bitteren Ende. Und beim P3-Nacht-Team machen wir das ähnlich. So, werden wir auch wieder alles auf Beste geben. Bei P3 ist der Unterschied auch da, 20 Mitarbeiter plus der Chef. Jeder darf mitmachen. Auch Maximum. 0, minus 1. Maximum. So, damit hier wirklich rumpelt, damit es hier abgeht, ja? So, jetzt brauchen wir natürlich Mitarbeiter für diese 2 neuen Programmierteams. Und die werden wir uns natürlich aus dem Programmierteam suchen. Das bedeutet, ich will Core-Leute sehen. Ich will die ganzen P-Teams sehen. Alle Programmierer, die hier dabei sind. So. Und die Supporter können wir auch nochmal anschauen. So, das ist jetzt alles, was teammäßig ist. Arbeitsfeld will ich alle Programmierer sehen. So. Okay, da sind auch die Chefs mit dabei. So, wir haben Leute, die auch schon extrem lange bei uns dabei sind. Ich mache mal kurz die Geschwindigkeit runter, sonst rappelt mir das im Hintergrund. So, und jetzt suchen wir einfach jemanden, der schon extrem gut aussieht. Also Mike wäre zum Beispiel so ein Kandidat. Der Gartenzwerg auch. Ne? Da wäre fast Mike mir noch lieber für einen Teamleiter. Xyron ist noch in Arbeit. Hier nur auch in einer anderen Richtung, den Sabermark. Hier ist es auch noch nicht so weit. Hier hätten wir auch nochmal jemanden, der noch gar nicht benannt ist. Die fallen natürlich erstmal. Also ich werde natürlich gucken, dass wir auch unsere Teamleiter aus den eigenen Reihen füllen. Ne? Also das ist, glaube ich, eh klar. Jetzt gucken wir mal, hier wäre auch nochmal einer dabei gewesen. Auch wieder ein No-Name. Und da haben wir auch im P2-Team nochmal extrem gute Leute dabei. Aber hier so einen richtigen Überflieger sehe ich gerade tatsächlich noch nicht, ne? Also unsere Leute sind in der Arbeit, aber die werden halt alle krass ausgebildet. Ich gehe da jetzt wirklich unsere ganze Liste mal durch, aber ich glaube ganz oben die Leute, die am längsten für uns arbeiten, sind auch tatsächlich die, die am ausgebildetsten sind. Nee. Okay, dann fangen wir von oben an. René vielleicht, aber René, wir hatten ja hier vorne gerade mal jemanden. Mike zum Beispiel.
Wir ändern dich ins Team. Du wirst ins P3 Nacht-Team gewechseln. Du wirst da dann den Chef spielen. Mal kurz Pause. Und Gartenzwerg war, glaube ich, der andere, oder? Ne, Xyron noch nicht. Street TV auch noch nicht. Wir hatten doch gerade hier noch jemanden gefunden, wo ich gesagt hätte, der wäre auch noch zum Beispiel. Sabermark war das. Ja, der war das. Oder Shiny. Weil Shiny fast noch ein... Mal ganz kurz. Jetzt wird's eng, meine Lieben. Sabermark kennt sich halt mit den anderen Themen aus. Komm, wir nehmen Sabermark für den Job. Du wechselst jetzt auch vom P1-Team ins P4-Nacht-Team. So, dann sind die jetzt erstmal drinnen. So, euch jetzt Arbeitsfelder wieder machen wir jetzt alle. Hier machen wir auch wieder alle. Und jetzt will ich das P4-Nacht-Team und das P3-Nacht-Team. Das sind unsere zwei neuen Nacht-Teams. Und da werden wir jetzt hier auf Fortbildung gehen. HR-Management. Und bei Sabermark natürlich auch, wenn es geht. Ja, geht. Ab. Ihr seid beide auf Arbeit. Ihr beide werdet jetzt allerdings nochmal vom Aufgabenfeld gewechselt. Nicht vom Aufgabenfeld, vom Arbeitsfeld. Ihr seid beide noch Teamleiter neuerdings. Damit haben wir euch auf jeden Fall am Start. So, das heißt neue Teamleiter incoming. Ja? Das heißt, wir werden jetzt hier P3-Tag und P3-Tag. Und die werden jetzt natürlich auch noch Team zugewiesen, P3-Nacht. Ja, natürlich, ihr wollt mehr Geld, ist ja klar. So, ihr werdet auch P3-Nacht-Team. Und ihr P4-Tag werdet auch P4-Nacht-Team. So, dann sind die auf jeden Fall jetzt auch zugewiesen. Da haben wir die Jungs und Mädels definitiv auch noch ein bisschen am Start. Das wären unterm Strich, muss man ganz klar so sagen, das sind 40 neue Mitarbeiter, die wir jetzt hier mit den zwei Programmierteams einstellen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, mit welchen Größen wir hier arbeiten. Ganze Mitarbeiterschwärme, die hier neu eingestellt werden müssten. Ja, und das ist natürlich auch wichtig. 40 neue Mitarbeiter sind 40 Leute, die mit einem Computer umgehen können. Die Auslastung unserer einzelnen Räume steigt dadurch natürlich auch enorm an. Druckauftrag akzeptieren wir. Das sind 6,6 Millionen. Das können wir locker flockig wegdrucken. So, und jetzt haben unsere Leute hier auch mal was zu tun, weil die langweilen sich nämlich durchaus öfter mal. Und die kommen eh nicht nach. Vor allem nachts nicht. Da müssen wir nochmal rangehen. Also die Nachtgeschichten, die sind mir noch ein bisschen suspekt alle. Um 2 Uhr kommt hier theoretisch der Letzte. Stellen wir nochmal einen auf 2 Uhr und sagen, du fängst um 4 an. So, jetzt haben wir hier 4 Leute. Bis um 8. Und dann machen wir nochmal einen um 6 Uhr. So, weil die passen... Die parken hier dann eh kreuz und quer. Aber wir müssen hier permanent abholen. Hier muss wirklich ein Fluss an Bewegung sein. Weil wenn wir unsere eigenen Projekte drucken, und das wird demnächst der Fall sein, dann werden wir irgendwann, also das Audio-Interface, dass das nicht fertig wurde, das finde ich natürlich, ist eine Sache des Patents. Ja, wir haben uns da ganz klar mit dem Patent verrechnet. So. Das P3-Team wird hiermit zugewiesen. Also Entwicklungsteams. Ist das hier. Und da kommt das P3-Team Nacht noch dazu. Und hier haben wir auch noch Entwicklungsteams. Und da kommt das P4-Nacht-Team mit dazu. Haben wir auch Künstler, haben wir 3, ne? Ja. Gut, das passt. Sekundärentwicklungsteam bleibt Core. Dann langweilen sich unsere Core-Leute nicht. Woran arbeitest du? Bei der Arbeit. Programmierer, Core-Team. Geh nach Hause. Okay. Dann geh halt. So, jetzt ist eh großer Run gerade. Ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, ob wir nicht die Arbeitszeit nochmal anders strukturieren. Und dass wir den Arbeitstag verkürzen bei den Teams um jeweils eine Stunde. Dann müsste man auch genau hinkommen. Dann könnte man sogar in ein Dreischichtsystem. Dann könnte man in Früh-, Spät- und Nachtschicht wechseln. Dann könnte man halt nochmal die ganzen Teams aufpumpen. Und hier wirklich nochmal alle Räume nochmal nochmal erweitern. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Also das habe ich mir tatsächlich mal überlegt, aber ich war mir noch nicht sicher, ob ich es haben möchte. So. So. Die langweilen sich gerade und dann kommt wieder was und dann rumpeln es alle von hier rüber. Ne?
Ja, so ist das. Wie schaut es mit unseren Design-Teams aus? Development wollte ich immer, will ich immer sagen, wegen der Idee, aber es ist ja gar nicht so. Es sind ja gar keine Developer. Ist niemand, ne? Was ist denn hier für ein Geräusch? Wow! Oh ja, jetzt ist Tag angebrochen. Hier sitzen ein paar Leute und die langweilen sich halt alle zu Tode. Nee, pass auf, dann machen wir die E4-Team, machen wir jetzt nochmal eine Anpassung. Machen wir mal, die E4 hat 25 Mitarbeiter, machen wir 10 Mitarbeiter mal raus. Sie schicken jetzt wirklich alles auf Lehrgang. Und die E2 ist genau dasselbe Problem. HR-Management, Bildungsabklingzeit 12 und dann machen wir hier mindestens 10. So, dann gehen halt wirklich alle Mann auf Lehrgang. Die sollen alle abhauen. Bevor die hier nur rumgeistern, will ich, dass die wenigstens was programmieren. Oder wenigstens sich weiterbilden. Dann sind die morgen weg und dann soll der Teamleiter das organisieren. Ich will die gar nicht sehen. Es ist mir zu viel Rumgeeier, was hier ist. Ausbildung ist wichtig, vor allem, weil wir Qualität voraussetzen. Mindestens 50% muss jeder unserer Mitarbeiter ausgebildet sein, damit es vorangeht. Und das ist natürlich so eine Sache. 50% ist natürlich schon ein ganzes Holz, ne? Wenn die Leute fast leer kommen, ja natürlich, wenn die Leute fast ohne Vorerfahrung herkommen und erstmal komplett grundausgebildet werden müssen, dann ist das natürlich erstmal ein Haufen Holz, ja. Dann ist das erstmal ein Haufen Holz, was wir hier bedienen müssen und dann macht das die Sache auch nicht einfacher. Hier nutzen tatsächlich einige Leute auch diesen Bereich, ne? Die chillen sich hier ein Leben. Machen wir bitte Raumnutzung limitieren. Pausenraum. Ich will dann nochmal ganz kurz gucken, diese andere Team zuweisen. Alle. Keine. So. Dann ist das für jeden offen. Druckauftrag, ja klar. Hau raus. Wir sind eh zu langsam momentan. Wir kommen eh nicht nach. Hier ist kein einziger Follower noch drauf. Das heißt, auch da wird noch nichts vorgedruckt. Also, mit den Vieren kommen wir nicht zurecht. Ich denke mal, wir brauchen mindestens 8, um hier die sinnvoll wegzuholen. Ja, gut, holen wir halt nochmal Kuriere. 113 pro Box. Nö, also das ist mir ein bisschen zu teuer. Nö. Dann machen wir lieber Folgendes. Dann machen wir hier nochmal neue Parkplätze her. Machen wir halt hier neue Parkplätze her. Den Bereich will ich noch offen lassen. Lieferungen. Dann machen wir neue Parkplätze her. Und dann, weil dann will ich, will diese Kurierdienste nicht mehr holen. Also für 0 Uhr haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 Uhr. 1, 2, 3, 4. 4 Uhr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir nämlich immer weiter raus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir da ein bisschen viele, ne? Ist egal. 1, 2, 3, 4. Ich bin auch nicht böse drum, wenn ein Team mal mehr, wenn ein Team mal 12 Mitarbeiter hat. 1, 2, 3, 4. Weil dann haben wir mal, können wir mal so Peaks abfangen. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Leute und damit auch mehr Kapazität. Und wenn die morgen kommen, dann geht halt, dann rumpelt's halt, ne? Dann geht's halt richtig voran. Das werden wir morgen sehen. Hier wird auf jeden Fall mehr geholt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier kommt auch schon ordentlich was. Und dann können wir nämlich auch mal bestimmte Teile hier abarbeiten, ohne dass wir ständig Kuriere rufen müssen. Oder zumindest verzögert sich das so, bis der Druckauftrag mal abgeschlossen ist. Das wäre mir ja auch schon ganz recht, ne? Hier sind nur zum Beispiel nur noch 10.000 offen. Das ist eine Sache, die machen wir relativ zügig. So, auf Lager haben wir hier ganz viel.
Da gehen wir mal ein bisschen auf jeden Fall mit dem Maximum auf 50.000 runter. Ich glaube, jetzt sollte es reichen. Hier bei Zvir gehen wir auch mal auf 100.000 runter. Da sind 20.000 schon zu viel. Da gehen wir auf 5.000. Nicht 5. Machen wir hier 5.000. Zwerg 3D ist okay. 100.000. Da ist 20. Gehen wir auch auf, nicht auf 5. 5 ist ein bisschen wenig, ne? Also 5 ist selbst mir zu wenig. 30.000, 5.000. Nein, nicht 50. Dann haben wir hier noch 30. Auch hier machen wir mal 15. So, jetzt wird die Druckauftragkapazität für alle Projekte ein bisschen weniger und damit so kommen wir der Sache auch näher. Vor allem, weil wir bestimmte Projekte auch gar nicht mehr drucken müssen. Jetzt haben wir hier noch einen Druckauftrag für Theta. 80.000, klar. Hauen wir durch. So, jetzt ist mal wirklich alles geholt. Unsere Druckaufträge kommen auch gar nicht hinterher. Na, hier werden 2 Millionen auch hergestellt. Das ist halt echt. Das geht halt mal, ne? Aber das machen wir in einem Monat locker weg. Also unser Druck kommt momentan derart nach, dass wir da definitiv auch gute Chancen für haben. Ich denk, das ist generell eine gute Sache, so wie wir es gerade auch aktuell machen. Ich glaube, ich habe da Hoffnung drin. Ja, finde ich ist eine feine Sache. Was natürlich saugeil ist, ist natürlich hier dieses hier, ne? Ja, wenn du mal guckst, hier stehen derart viele Laster. Wir haben da ganz gut nachgelegt. Also das klappt schon. So, und wenn ich jetzt hier mal so gucke, unsere Nachtteams. Oh, warte mal, hier ist eine neue Forschung offen. Hier, Voxelumformung. Ja klar, forschen wir das. Alle Teams ran da an die Bulette. Dürfen sie aber auch parallel diesmal machen. Ich glaube, unsere Leute sind eh so derart schnell unterwegs, dass wir da gar keinen großen Stress haben. Sollten das eigentlich ziemlich heftig forschen können. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir können dem doppelte Priorität geben. Auf 2. Na, schau mal hier, wie schnell das geht. So, hier kommt noch ein Auftrag rein. 2 Druckaufträge. Na, dann nehmen wir doch beide, oder? Akzeptieren. Ja. 6, wieder irgendwas. 6 Millionen. Ja, voll easy. Schau mal, wie schnell das geholt wird jetzt. Ja, das geht gut. Also die kommen jetzt und kommen unsere Leute tatsächlich mal hinterher und räumen das auch immer schön auf. Wir könnten theoretisch jetzt sogar mit den Druckkapazitäten noch erweitern. Wie gesagt, ich habe da auch keine Bauchschmerzen, noch eine Treppe oder sowas reinzubauen und dann hochzugehen damit. Lass die ruhig laufen. Hauptsache es staut sich nicht. Das wäre eben genau das, was ich nicht will. Wie schaut es hier aus? November 98 wäre da der Release. Kommt bald, tatsächlich. Und hier ist alle in der Designphase, kommen die nicht hinterher. Wobei jetzt Designer tatsächlich... Ach, die 3 Team, sorry. Doch, die 2 Team! Hier ist jemand, der kann arbeiten! Und im D4 sind auch welche. Krass! Die 2 ist auf jeden Fall am Start. Und die 4 war das, glaube ich. Das waren die beiden Teams. Hier wird entwickelt. Im Projekt 2 geht's rund. Oh, wie schön. Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, oder? Hau doch hin. Geilo. Der nächste Druckauftrag kommt hier auch nochmal durch. 1 Million, na klar, ab dafür. Immer schön nachlegen, solange es noch warm ist, der Drucker. Ne? Gut, meine Lieben, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin verdienen wir noch ein bisschen Geld. Wir wollen ja demnächst Giant Software, Giant Industries wollen wir demnächst kaufen. Kriegen wir hin. Denke ich, ist easy going. Warten wir mal ab. Bis dahin, haut rein. Euer Zwerg. Auf Zwergtipp, ciao.